4. Müssen wir die nehmen? Oh, hier haben wir eine 8er. Die lassen wir mal. 5, 3. Dahin. Oh, die ist blau. 5. Die hebe ich mir noch auf. 2, 3. Na gut, das wird nicht gerade so eine geniale Karte werden hier. Könnten wir vielleicht sogar schätzen. Na gut, warten wir erstmal ab. 5. Mache ich den hier hin? Bam. Jetzt müsste hier 2, also wenn er dann 6 hat oder so, dann... Ach du Heilige. Und Schaden steht 6 zu 4. Dann packe ich... Um 4 hin. So. Ach Mist. So, jetzt muss er eine 6er hinpacken oder so. You win. Yeah! Nehmt das. So. Kartenspieler. Yeah, wir haben ein Kartenspiel gewonnen. Ja, machen wir nochmal einfach. Vielleicht kriegen wir dazu noch ein paar Karten. Vielleicht können wir uns ein bisschen durchzwingen hier. Oh, wieder ein Achter. 8. Oh, sehr gut. Und der hat oben eine 1. Der müsste ganz oben dann hin. Das müssen wir erstmal aufheben. Machen wir erstmal eine Grundkarte, würde ich sagen. Packe ich die erstmal hier hin. So. Was machst du jetzt? Oh. Das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht packe. Ist aber so ungünstig gerade. Nee, die hebe ich mir mal auf. Ein bisschen Karten spielen ist ja auch okay. Wir wollen ja nicht komplett jetzt schnell durchkommen oder so. Ist ja kein Speed-Let's Play oder so. Scheiße. Jetzt verstehe ich auch das Prinzip. Jetzt habe ich oben keine Karte, jetzt müsste ich nach unten gehen. Dann mache ich die hier aus. Wenn er jetzt da oben hinsetzt, dann... Ja, jetzt hat er verloren. Jetzt mache ich 2 Karten aus. Yay! Jetzt kann er bloß nur eine Karte setzen. Haha! Aber wieso habe ich denn immer noch eine Karte übrig? Verstehe ich nicht. Möchtest du es nochmal versuchen? Kriegen wir dafür Karten? War falsch? Nee, dafür kriegen wir keine Karten. Ja klar, Mittel. Die setzen wir mal später ein. Ich setze erstmal eine Grundkarte. Ich erstmal in die Ecke hier. Bob. Na gleich die 8, das war klar. Der ist gut. Denkt auch nach. Aber die kriege ich da erstmal nicht weg. Also heißt das, ich muss jetzt nach unten eine setzen. Kann ich nur die machen. Die ist dann auch gleich weg. Reicht doch. Eieieiei. Ist dann weg da. Oh, das sieht nicht gut aus für uns.
Und? Ah, Mist. Ein Schleim, den wir anfangs besiegt hatten. Ich kann jetzt bloß noch auf Glück hoffen, dass ich jetzt... Und... Ja gut, ich hab verloren. Oder eine Pattsituation könnte das sein. Hey, hier los. Haha. Wir machen das jetzt mal, ich würde mal sagen, wir machen das bis Champion. Das muss ja auch sein. Oh, was ist das? Eine Pflanze? Hatten wir auch noch nicht als Gegner. Na gut. Dann fange ich mal mit einem schweren an. Ich vorschlagen. Hier oder hier? Machen wir hier. Wupp. Wow. Das war ein Rückschlag jetzt. Dann das hier. Bam. Und? Jetzt hat er die wieder. Ja, ist gut. Also, Respekt. Katsching. Die 8 hätte ich mir so irgendwie einsparen können. Na gut. So. Jetzt habe ich schon eigentlich verloren. Oder auch nicht. Ja, ich habe doch nicht verloren. Sehr gut. Ein nettes Spiel. Aber wir kriegen dafür keine Karten. Na gut. Muss ja auch sein. Schwer. Ich will das durchpacken hier. Wieder müssen wir anfangen. Ich tue mal den Clan erstmal reinpacken hier. Dann tut er gleich den Hammer auspacken. Dann setze ich eine... So. Den habe ich auch. Aber da komme ich jetzt nicht ran. Und das ist jetzt schwer, weil wenn ich jetzt unten bei der Fledermaus setze, nimmt er mir die weg. Ich muss es riskieren. Ach, Mensch. Ah, jetzt habe ich schon längst verloren. Sehe ich schon. Ja. Jetzt setzt er seine letzte da unten hin. Na gut, ich habe verloren. Oder doch nicht. Es könnte jetzt sogar noch kommen, dass ich gewinne. Yeah! Guter Schachzug, das hätte ich jetzt selber nicht so gesehen, aber gut. So kann man natürlich auch gewinnen. Nettes Spiel. So, jetzt machen wir den Champion. Wenn wir das, glaube ich, haben, dann kriegen wir wahrscheinlich wieder einen Erfolg. Das ist vielleicht das Gute dran. Wir fangen wieder mit einer kleinen an. Boah, der hat gleich die Jakku-Karte. Nee, die ist richtig krass. Die will ich auch haben. Ist mir sicher. What? Okay, da hat er einfach mal die Endbusskarte. Mist. Jetzt habe ich keine gute Karte, die es schützen könnte. Mist. Also Champion wird wahrscheinlich richtig schwer. Ja klar, der hat die richtig geilen Karten, von daher. Gut, ich könnte mir zwei jetzt wiederholen. Ja, komm. Klasse. Hm.
mal sehen. Vielleicht schaffen wir es ja auch so, ohne. Aber wieso müssen wir mal anfangen? Das ist doof. Erstmal den Schwachen nach vorne. Setz ihn mal in der Mitte. Was ist das denn? Könnte man von unten packen. Sehr gut. Aha. 8, 3. Das ist natürlich doof. Müssen wir es uns gut überlegen. Dann setze ich die auf da. Oh, das ist ein bisschen richtig strategisch, muss man da denken. Das ist das gerade, was ich gut kann. Ah, jetzt hat er das. Jetzt hat er meine Falle nicht eingeschnappt. Die würde ich mir gerne für oben aufheben. Ah, Mist. Jetzt hat er eigentlich gewonnen. Oh, so eine Spinne auch noch. Der hat hier richtig die hammergeilen Karten. Ja, 3 Karten haben wir. Ach Mensch. Ich will das schaffen. Aber wir kriegen aber eigentlich gar keine Karten dafür. Naja gut. Jetzt haben wir wieder die hier. Pack ich die nach oben? Pack da seine hin? Da hin. Die würde ich gern aufheben. Pack ich hier hin. Das ist, glaube ich, der Endboss, der Drache. Aber nichtsdestotrotz hat er immer nicht in meine Falle zugeschnappt. Die würde ich gern aufheben wollen. Die könnte ich nochmal als Pusher einsetzen. Na gut. Mal sehen, wo er einsetzt. Da unten. Ich die dahin. Ja, und jetzt setzt er die dahin. Mist. Na gut, ich krieg wieder nur. Na gut, diesmal habe ich 4 Karten. Ist schon mal ein bisschen. Huch, weiter. Jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Wieder. Das ist natürlich doof. Okay, einmal versuche ich es noch, ansonsten müssen wir wirklich Karten sammeln. Oh, diesmal fängt er an. Das könnte vielleicht eine Chance für uns sein. Na, die bringt er gerade. Wir müssten ihn wahrscheinlich mit seinen Karten selbst ausspielen. Klasse. So viel zum Thema Ausspielen. So. Nach oben wird's knapp. Na klar, so. 5 und 5. Wir haben keine Pusher-Karte. Mist. Jetzt fehlt mir die 8er-Karte. Kann ich nicht einsetzen, dann muss ich die wahrscheinlich hier einsetzen. Gut, wenn er da die hinsetzt. Na gut, mal sehen. Vielleicht kann ich doch noch. Ach Mist.
Das war's. Wenn ich jetzt die da ransetze, die hier. Ja, und dann tut er die anderen beiden, dann hat er gewonnen. Im Drachen, genau. Ja. Oh, das, die Rinde war schlecht. Gut, dann sammeln wir besser Karten, weil wenn ich die Karten sehe hier mit Sternchen, 7. Hallo? Das ist ein bisschen fies. Na gut. Machen wir aber weiter in der Geschichte. Es soll jetzt halt nicht so lange dauern. Teurer Händler. Es gibt doch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Kaufen. Silberrüstung, schneller DVD-Player. Seltene Karte, na klasse. Müssen wir noch ein bisschen sammeln. Ich hole mir erstmal die Silberrüstung. Gut. Haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Ich gucke mich erstmal in der Stadt an. Also um. An. Die Ruinen von Sahutnak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze, ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf alle sämtlichen Knochenflickerei, wenn ihr dorthin aufbrecht. Braucht ihr jetzt Heilung? Ja, machen wir. Jetzt speichern? Ja. Gut, haben wir das Spiel auch gleich gespeichert, da wird es wahrscheinlich rausgehen. Wir gehen nochmal den anderen Weg da. Hinten lang und dann. Gut. Hier war ja die. Genau. Die uns davon berichtet hat mit dem Heiligen Heim. Hier vorne ist der, der die Stadt sozusagen in Ansprache gehabt hat. So, und hier hinten müssen wir auch nochmal gucken, was wir hier hinten haben. Kommen wir zu ihm. Wer ist das? Onkel, oh, hier sind wir richtig. Ist alles in Ordnung? Sit. Den tue ich aus Profit, nenne ich den Sit. Ganz ehrlich. Sit. So, Karis. Endlich seid ihr wieder hier. Wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Augai. Augai, ich nenne es jetzt Augai, ganz einfach. Ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Noria-Mühle. Clouds. Clousy, wa? Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, und auch Jakku habe ich hier, um das Schwert zu führen. Ja, ich werde als letztes aufgezählt, na klasse. Wir sind bereit zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Es liegt im Süden von Augai. Und ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seit seiner Zeit Offizier bei der Armee. Also heißt es, wir müssen bei ihm. Wir werden wahrscheinlich ein Kartenspiel machen müssen, das haben wir jetzt so gut trainiert. Wir müssen bei ihm wahrscheinlich ein Kartenspiel machen, um um Bomben zu bekommen. Ja gut, könntet ihr die Bomben besorgen, damit wir den Heiligen Hain gelangen? Ja klar. Ich finde derweil einen Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Ich werde dazu einfach zur Seite geschoben. Ich stoße später wieder zu euch, sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Nichts leichter als das. Und hast du noch was zu sagen?
Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Ja, das stimmt. Auch ich war Abenteurer wie ihr. Doch dann traf mich ein Pfeil im... Nun, sagen wir, ich könnte eine Weile nicht sitzen. Okay, haben wir es rausgefunden. Ich könnte ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was, aber nicht ganz ausgeschrieben. Bitte. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Kann ich mir vorstellen. Mit einem Pfeil im... Hier hinten ist noch eine Kiste. HD-Hintergründe. Ah, ist das wirklich jetzt? Bedauere, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Ja. Ich lebe schon seit 60 Jahren in Augai. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückgedenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen. Genau wie in alten Zeiten. Ich denke, die Zitadelle war leer. Warum dann alte Zeiten? Wenn ihr ab und zu mal die Maus im Bild seht, bitte einfach mal ignorieren. Ich weiß nicht, ob man die jetzt sieht oder nicht. Mal sehen. Ich will mal kurz was gucken. Clouds Schwert. Tatsache. Hier sind Level 7. Mal sehen, wie wir noch alles besiegen müssen. Also wir müssen wahrscheinlich noch diesen ehen schwarzen Magier, den wir gesehen haben da. Denn unser Abbild haben wir ja schon besiegt. Den komischen Kopfheiniger haben wir auch schon besiegt. Die Spinne müssen wir noch. Den Drachen. Und den komischen, der aussieht wie ein gepanzerter Heini. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu Demacia-Armee. Das ist jetzt gerade eine Anspielung auf Final Fantasy XII. Damaska-Armee. Und habe keins von den Dingen aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatschen über Augai und seine Bewohner. Klasse. Kann man sagen, Run-Spiel. Ja, klasse. Ihr seid auf Bomben aus? Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort am Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Die Alte? Nicht die? Kaufen? Nein. Verlassen. Aha, nochmal zurückrennen. Ach Mensch. Vielleicht die? Aber nicht die, oder? Ja, jetzt komm. Ja, in letzter Zeit war nur... Ach so. Ja, ist gut. Ist gut. Geht doch. Also jetzt wird es gerade ein bisschen lauflastig. Wenigstens haben wir jetzt erstmal die Kartenspiele durch. Wir haben die neue Stadt erreicht. Wir haben... Ja, sind jetzt auf der Suche nach den Bomben und wir haben Zid getroffen. Zid. So. Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller hab ich welche. Die sind schon seit dem Krieg dort. Aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Das war natürlich klar. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Chaos machen. Was? Ich muss jetzt gegen den Drachen kämpfen, damit ich überhaupt Bomben bekomme? Vielleicht... Gib mir die Bomben, dann tue ich die auf das Vieh schmeißen, dann ist Ruhe im Karton. Oh mein. Hilfsoffizier Raylan hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Rennen.
Und nochmal rennen. Das ist er wohl. Ja, wir müssen hier wirklich laufen. Ohne Ende. Der Drache? Tja. Einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große runde Kratzer. Verkohlte Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in der Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sitz. Hashtag Sitz. Na gut. Auf geht's. Wir sind ja nicht von da gekommen. Ja. Ihr seid nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt. Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kamen diese Feuerwerkskörper schon immer groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie euch sicherer aufgehoben sind. Also, dass sie bei uns sicherer aufgehoben sind. Oh Mann. Ist da nicht eigentlich ein Luftschiff? Egal. Ist wieder so eine kleine Lauffolge, ich weiß. Das macht auch wirklich Spaß, das Spiel, aber momentan, also diese lauflastigen Teile, das habe ich auch so in Final Fantasy ein bisschen. Jetzt haben wir wirklich fast jeden angequatscht hier. Jetzt, warte. Meine Mutter weiß von den Bomben, das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wirklich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Jaku? Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Bomben, mit Vorsicht zu behandeln. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden, zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Schriftrolle der Kristall? Bomben. Wie lege ich Bomben? Gut, denn... Ja, wir sind schon fast an der Zeit angekommen. Wir haben ein bisschen Kohle, wir haben ein bisschen Kartenspiele gemacht, wir sind ein bisschen rumgerannt jetzt wieder. Wir haben den Dungeon fertig. Also wir sind eigentlich schon mal ein ganzes Stück vorangekommen. Und ja, der steht sich nicht schräg hin, schade. Auf jeden Fall haben wir jetzt einiges weiterhin geschafft, wir sind ein bisschen weitergekommen. Und ja, es gibt halt Phasen, wo wir halt nicht so viel erschaffen, aber wir haben ja einiges geschafft. Ich werde vorschlagen, die nächste Folge werde ich da einmal die Bombe setzen, dass wir wissen, wie wir die Bomben setzen. Dann gehen wir in den Dungeon und tun uns da mal die ganzen Kisten abfarmen und dann gehen wir halt noch ein bisschen weiter zurück, um halt das andere Zeug noch, wo wir die Bomben brauchten, holen. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen was dazu. Wir werden wahrscheinlich ein paar Karten finden und vielleicht schaffen wir dann das Champion-Level. Mal sehen. Und es gibt sogar einen Erfolg. Und zwar müssen wir mit einer Bombe eine Fledermaus treffen. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Mal sehen. Also bis dann, sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr da gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Und halt für alle Nicht-Abonnenten, wenn ihr halt sozusagen das Let's Play verfolgen wollt oder halt auch was anderes sehen wollt, könnt ihr gerne den Abo-Button drücken. Und ja, Kommentare sind halt nicht schlecht. Wie findet ihr halt so die Entwicklung von dem Evoland jetzt momentan, wo wir stehen? Und ja, halt, was sie da meinte mit dem Fall im... Ja. Gut, ich bin mal ein bisschen förmlich und sag das mal nicht, aber naja gut. Dann bin ich jetzt erstmal raus und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.